mach mal kurz eine Anmoderation. Ja, also hallo, willkommen zum neuen Videoblog hier auf meinem wunderschönen YouTube-Kanal. Wir sind alle ein bisschen knittrig heute. Wir sind in den letzten Videos eigentlich permanent knittrig, aber so geht's. Aber es ist Nieselwetter heute. Heute Nacht war Sturm, man konnte nicht so ruhig schlafen. Der Kaffee war ein bisschen bitter. Der Kaffee war nicht bitter. Daher? Ja. Nö. Ah, meine Kiwi war schlecht. Deine Kiwi war schlecht. Nee, und jetzt haben wir aber hier wunderbaren Wind. Das sieht alles sehr toll aus. Jetzt gehen wir da mal raus. Gucken wir uns das an. Geht dein Trapez wieder zu? Scheiße. Das ist eine XL, Leute, ja? Ich hatte dein... Ich lauf erstmal so runter, vielleicht verbrenne ich... Ich hatte dein Trapez als letztes an. Was ist das denn hier, du? Nee, dann geh da jetzt mal runter. Ja, die kann man mal aufsitzen. Ja, bis gleich, ne? Ja, ich lauf dir mal hinterher, nicht? Da wir keine Kameras mitgenommen haben, weil wir nicht gedacht haben, dass Wind kommt, wird es jetzt auch kein besonders herausragender Actionclip. Nicht zu fassen, Freunde, aber da drückt gerade einfach der Wind rein. Wir haben so ein Glück, steht nicht in der Vorhersage. Wir sind hier auf der Brauersdam Nordseeseite, haben zwar kein großartiges Kamerazeug mit, aber ich denke, das Gefühl wird gleich trotzdem rüberkommen, wenn wir da rausbraten. Und Joki hat sein Board auch schon am Start. Mein Board, nice. Ja, 7-0, Freunde, Medium Board, 117. Und damit werden wir jetzt mal richtig Spaß haben. Kurzes Q&A, was ist hier am Spot dein das Liebste? Ich liebe... Wie heißt die Möwe? Alle Menschen, Windsurfer, ihr seid alle geil da draußen. Möwen, I love Möwen. Nee, wie heißen die? Ach so. Ernst und Arthur. Das gerade 20 Minuten allerfeinsten Ballermann und konstanter Wind. Die beste Session in Holland bis jetzt. Ach, kurzes Update. Ich bin ausgekühlt. Meine Unterhose ist nass jetzt und so alles. Und jetzt kommt der Wind wieder. Und ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde, aber ich ziehe mir jetzt einfach wieder mein Neo an. Und werde mein Glück nochmal probieren. Ja, es kommt gerade wieder Wind, Freunde. Es ist ein wunderbarer sonniger Tag. Nee, da kommt jetzt da hinten tatsächlich nochmal Wind aus einer ganz anderen Richtung. Das probieren wir jetzt mal aus. Und jetzt, guckt mal, Freunde, hat der Wind hier auf anlandig gedreht. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und der ist jetzt, also kommt jetzt so. Und jetzt kann man da hinten in dieses Ding da reinfahren. Da bin ich mal sehr gespannt. Ihr habt es gut. Ja, wie? Ihr habt es gut. Ihr wiegt einfach 30 Kilo weniger. Das ist asozial, einen gewissen Vorteil. Aber sag mal, das wird doch jetzt gerade richtig fett. Ja, er hat jetzt einmal komplett gedreht um, was würden wir sagen, 180 Grad. Um 180 Grad? 180 Grad. Der ist einmal rum jetzt. Ich ziehe mir jetzt das zweite Mal diesen scheiß Neo an. Ja, komm. Und ich trage jetzt das zweite Mal mein Brett runter.
mal wieder. Wobei da hinten ist eine Windkante, ne? Siehst du, du siehst das wahrscheinlich, ne? Ich bin ja 3 Meter größer als du. Korrekt. Ich sehe das. Ja, dann sollten wir da nochmal ganz. Ja, machen wir. So mal rausbewegen. Für mich nicht reicht's nicht. Leider nicht. Weil das Problem ist, das Gerüst hinten im Auto, das zerbricht alles. Also ist schon zerbrochen. Und wenn wir in scharfe Kurven und so überhuppeln und so, das ist nicht so gut. Das, weil wenn das endgültig zusammenbricht, sind alle Segel und Bretter gleichzeitig kaputt. So. Was hält dich davon ab, das zu reparieren? Was mich davon abhält? Ja. Ja, was hält mich davon ab, um 7 Uhr morgens aufzustehen zu stehen und Yoga zu machen? Weil, also ja. Das Gerüst ist ja schon bestimmt seit einem Jahr Einsturz gefährdet. Und TÜV, ja, hat das auch nicht. Ich habe bald TÜV. Mein Vater hat schon gesagt, ich muss das alles hinten rausräumen, wenn wir zum TÜV gehen. Nein. Ja, mal gucken. Also ansonsten läuft es ja hervorragend, Freunde. Lasst mal gerne einen Daumen nach oben da. Aber jetzt mal wirklich, kommt, jetzt keine halben Sachen, jetzt klickt mal drauf. Oder wir machen gleich noch ein Laberpart im Haus. Ja, aber jetzt erstmal den Daumen nach oben, das fände ich ganz nett. Abonnement bedankt man sich auch, das wäre auch schön. Und bei der Windlounge natürlich, dass ihr mal ganz klar einkauft. Man kennt die Locals mittlerweile ja auch. Ne? Ja. Ich bin ja nicht erst seit gestern hier in Holland. Wir sind ja gar nicht mal in Holland, nicht? Also tschüss. Wir verabschieden uns, wir sehen uns beim nächsten Mal, dann wird wieder alles besser. Oh, dann macht er professionell. Ah, sowas in der Art.